Einen wunderschönen guten Tag miteinander. A very good morning to you all. Bonjour à tous. Buongiorno a tutti. Und einen wunderschönen guten Morgen, kann man sagen. Wir haben Anfang August, 9. August 2019. Unser Hobby Amateurfunk, das lebt. Amateurfunk ist noch heute ein sehr, sehr faszinierendes und noch heute ein sehr, sehr beliebtes Hobby. Und sehr, sehr viele Funkamateure weltweit sind täglich dabei zu basteln, zu bauen, zu programmieren, auch zu kommunizieren. Und entsprechend ist auch die Innovationsfähigkeit des Marktes an sich wirklich sehr, sehr groß. Da läuft was im Amateurfunkmarkt. Und in dem Jahr 2019, da ist schon sehr, sehr viel gelaufen. Wir hatten die Lancierung des FTDX 101 Modell D. Darüber hatten wir berichtet im Frühsommer diesen Jahres. Gefolgt wurde der FTDX 101 D vom IC 9700 von ICOM. Ein absolut geniales Gerät für VHF und UHF, auch für Satellitenkommunikation, insbesondere auch für das Arbeiten über den QO100. Dann kam jetzt letzte Woche auch hier der FTDX 101 MP, das 200 Watt Modell ist bei uns angekommen. Die erste Anlieferung steht kurz vor der Auslieferung an einige von euch, freuen wir uns. Es wird der größte Knaller in diesem Jahr. Der wird folgen im November, Dezember, und zwar von Elekraft. Wir arbeiten heute sehr, sehr gerne, ja absolut am liebsten mit der K3S-Linie. K3S mit P3. Das ist mein persönlicher Favorit, nicht nur meiner, der Favorit von vielen der Expeditionären und Contestern im Kurzwellenbereich. Es wird der K4 folgen in diesem Jahr und das wird der Knaller werden. Da werdet ihr alle staunen, was Elekraft da auf den Markt bringt. Nun ist es aber noch nicht ganz so weit. Und trotzdem ist noch eine weitere Innovation auf den Markt gekommen. Und zwar das FT3D. Man hat ja schon lang gedacht, es gab ein FT1, es gibt ein FT2, dann gab es dann das FT4 und jeder hat oder viele haben wahrscheinlich gedacht, was ist denn mit dem FT3, was wird das? Wir haben auch dazu gehört, ich habe mir auch Gedanken gemacht, da muss ja was kommen. Und das ist gekommen, das FT3. Wir haben gestern die erste Anlieferung von 24 Stück erhalten vom FT3. Von den 24 Stück sind 23 verkauft und hier haben wir noch ein Stück jetzt hier. Die nächste Anlieferung, die wird dann bald mal folgen und jetzt geht es darum, die Geräte an die Erstbesteller auszuliefern. Und deshalb möchten wir denjenigen unter euch, die das Gerät noch nicht gesehen haben, die auch noch nicht bemerkt haben, dass sowas Wunderschönes auf den Markt gekommen ist oder jetzt kommen wird, den möchten wir heute das FT3D zum ersten Mal hier, ich glaube, wir sind die Ersten in deutscher Sprache, glaube ich, werden wir euch das mal zeigen hier. Ich habe hier was aufgebaut, was Kleines, und zwar Generationen. Es fehlt eine Generation, die Jesu-Nutzer unter euch, die werden das schon bemerkt haben. Es fehlt die Generation FT1. Aber ich habe jetzt hier die Generation aufgebaut, die Karin und ich selber auch genutzt haben und noch nutzen. Dazu gehört das VX8DE. Man sieht, das hat schon gelitten, das Gerät hier. Das hat Kratzer und Beulen. Das war sehr robust, konnte nur FM, 2,70 Meter FM und hatte noch oder hat noch für den GPS-Empfang einen externen GPS-Empfänger. War auch das erste Gerät von Jesu, das APRS konnte. Das war kein
C4FM, der Gerät. Der Nachfolger davon war das FT1 und das FT1, das konnte auch C4FM und WireX, war im selben Design gefertigt, mit derselben Philosophie in der Bedienung. Nicht sehr einfach zu bedienen, kann ich dazu sagen. Dann, das kennen viele von euch und war bisher unser liebstes Gerät, das FT2DE. Das kann 70 cm, 2 Meter, das kann APRS, das kann FM, das kann C4FM, das kann WireX, das kann alles, was sich der, ich sage auch mal, den SOTA-Aktivator, was er braucht auf dem Gipfel, wenn er in FM kommunizieren möchte und wenn er spotten möchte über APRS, APRS to SOTA, an den Stellen, wo kein Handynetz zur Verfügung steht, ist das eine sehr, sehr, sehr zuverlässige Alternative. Das ist das FT2. Und jetzt sind wir beim FT3. Starte ich das mal. Und jetzt seht ihr euch mal hier das Display an. Dann fällt euch wahrscheinlich auf, dass das ganz in einer anderen Qualität daherkommt als beim FT2. Euch fällt auch auf, dass grundsätzlich, ich drehe mal hier am Knopf, damit es Licht gibt, dass grundsätzlich der Aufbau des Displays ist derselbe bei beiden Geräten. Also das sieht auf den ersten Blick sehr, sehr ähnlich aus. Wer das FT2 kennt, der findet sich mit dem FT3 sofort zurecht, kann ich nur sagen. Wir sehen auch, dass das FT3D nochmal deutlich kompakter geworden ist. Es ist deutlich kompakter als das FT2, sieht auch ein wenig hochwertiger in der Verarbeitung aus, auch ein wenig robuster, arbeitet auch mit einem Touch-Display, das schauen wir uns an. Großer Vorteil, vor allem für die VX8 FT1, FT2 Nutzer, das Zubehör der älteren Geräte, das ist kompatibel zu großen Teilen mit dem neuen FT3. So zum Beispiel der SBR14LI, der Akku, das ist derselbe hier wie derjenige auf dem VX8 FT1 FT2. Dann gibt es natürlich entsprechend die Ladeschale hier, das CD40. Das funktioniert genau gleich auf allen Generationen hier jetzt in dieser Qualitätsklasse. Also wirklich eine ganz gute Geschichte. Wir schauen uns mal zusammen an, wie das funktioniert in der Bedienung. Ich muss dazu sagen, wir sind jetzt so früh dran, dass noch keine Programmiersoftware Stand heute zur Verfügung steht. Das heißt, wir werden unsere Programmierung, die viele von euch schon kennen und viele auch schätzen, die werden wir in Kürze anbieten können. Das wird in den nächsten Wochen über die Bühne gehen. Wir konfigurieren alle Menüpunkte des Gerätes für euch und wir programmieren euch ca. 170 Speicherkanäle hier rein. Das sind in erster Linie alle Schweizer Repeater in FM und C4FM. Es gehört dazu, dass APRS konfiguriert wird und es sind auch aus den umliegenden Ländern grenznahe Repeater auch programmiert dann. Das heißt in Deutschland, Schwarzwald, Allgäu, vielleicht noch ein wenig Bayern, dann in Österreich, Vorarlberg, ein wenig Tirol. Es sind wenige französische Repeater drin. Und wir erweitern die Liste jeweils nach Anforderungen der Kunden in einem vernünftigen Rahmen. Die ganz komplette Konfiguration, die bieten wir unseren Kunden, die das Gerät bei uns auch kaufen, zum absoluten Vorteilspreis für 50 Franken an. Denjenigen, die das Gerät nicht bei uns gekauft haben, denen steht diese Programmierung auch frei, offen bei uns, ist einfach dann halt einfach etwas teurer. Ihr findet die genauen Informationen auf unserer Homepage www.lutz-electronics.ch. Ihr kommt etwas näher, ich zeige euch gleich, wo
Ihr findet das hier bei uns, weil das gehört unter SOTA Portable, gehört das runter. Und ihr findet hier Handgeräte. Handgeräte, wählt das hier kurz mal an und dann könnt ihr hier scrollen. Und auf der rechten Seite seht ihr hier die Handgeräteauswahl und hier das FT3. Hier ist alles beschrieben, was für euch wichtig ist. Und wenn ihr euch das anschaut, dann seht ihr, dass es sich lohnt, unser Kunde zu sein. Nicht nur für die Dienstleistung, sondern auch für den Kauf, weil das Gesamtpaket, das ist halt bei uns das beste Preis oder hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. So, aber fertig mit Werbung. Jetzt geht es hier um die Technik, Leute. Ja, ich kann das ganz einfach bedienen. Ich wähle hier einfach eine Frequenz, zum Beispiel den Repeater HB9 Charlie Romeo. 438, 275. So, jetzt weiß er schon automatisch, das ist eine Repeater-Frequenz, hat einen Shift, einen Minus-Shift von 7,6 in Europa, ist alles schon programmiert jetzt. Ich sehe hier drüben, das könnt ihr vielleicht sehen, DN mit einem kleinen Balken. Jetzt hat er gerade ein APRS weggeschickt. DN mit kleinem Balken, das bezeichnet die Modulationsart. Das ist jetzt eine C4FM-Standart, der schmalbandigere. Dann gibt es noch den Voice Wide, den VW, der ist dann kristallklar, hat aber keine Fehlerkorrektur und ist etwas anfälliger in der Übertragung, wenn das Signal nicht ganz so exzellent ist, dann gibt es Unterbrüche. Bei DN funktioniert das sehr, sehr gut mit sehr kleinen Signalen. Der Balken darauf, oben drauf, der zeigt an, dass wir uns im Automode befinden. Das heißt, das Gerät schaltet automatisch um, wenn es FM bekommt, auf FM, wenn es ein digitales Signal bekommt, auf digital. Ich kann hier auch manuell mit dem Mode, kann ich hier die verschiedenen Modi mir auch durchschalten. Hier so sind wir wieder auf dem Automode drauf. Zum Kommunizieren, das funktioniert normal. Taste drücken, hier auf der Seite haben wir die PTT. Wir haben hier den Tonruf, den 1750 Hertz, wo er noch gebraucht wird, kann er hier aktiviert werden. Wir können hier auch noch den Squelch öffnen in FM-Betrieb. Oder den Squelch einstellen. Das wechselt hier von Volume auf Squelch, dann kann ich die Squelch-Höhe mir einstellen, ist einfacher gelöst, direkter zugänglich als beim FT2. Ansonsten hier die Lautstärke, man sieht das hier am Balken, Volume, laut, leise. Oben wechsle ich die Frequenz, jetzt bin ich im VFO-Mode drin, weil ich noch nichts programmiert habe. Ich würde hier auf Memory-Mode wechseln und könnte hier dann die Memories durchschalten. Da sind noch keine drin, die werden folgen. Hier VFO und dann kann ich das hier umschalten. Dann habe ich die X-Taste, die kennen die Leute unter euch, die den FT2 schon hatten, die kennen die X-Taste. Das ist die einfache Bedienung von WireX und der C4FM. Ich frage mit der X-Taste meinen Repeater an, wer bist du, Repeater, wer bist du? Und dann kommt da die Antwort des Repeaters, ich bin der Repeater, habe einen Charlie Romeo Repeater in Grindel, Klammer auf, Charlie Romeo steht für Karin und René, und der steht bei uns, der Repeater. Und ich sehe auf den ersten Blick, dieser Repeater ist mit einem Room, mit einem WireX Room verbunden, in dem Fall mit unserem eigenen Room. Und man sieht hier hinten noch, da ist eine 2, das heißt, da ist noch ein zweiter Repeater mit unserem Room verbunden. Das heißt, wenn ich jetzt kommunizieren würde, würde ich auch zum zweiten raussprechen. Wenn ich mich verbinden möchte, ich habe hier einen Button Search, gehe ich drauf. Habe ich nochmal, ich kann mir hier meine Favoriten anlegen, habe ich noch nichts angelegt. Ich kann hier aber auch machen Search and Direct und jetzt kommt mir, hier wird mir eine Tastatur eingeblendet und ich sage jetzt mal, ich möchte mich gern mit einem Repeater oder einem Room der Sektion Thun verbinden. Hotel Bravo 9 T. Da mache ich hier die Enter-Taste
Und jetzt frage ich mal das System, kennst du was, was mit HB9 Tango beginnt? Und man sieht, da gibt es sehr viele. Da gibt es auch den Marco, den HB9 TSU im Tessin. Hallo Marco, der auch aufgelistet wird. Ich kann mich in den Room connecten. Da sind 5 Repeater vereint. Ich klicke nur, ich könnte mich auch direkt mit einem Repeater auf dem Niederhorn oder in der Stadt Thun verbinden. Ich verbinde mich jetzt mit dem Room. Und das passiert sehr, sehr einfach. Und jetzt sind wir hier dabei. Ich könnte jetzt hier noch News raufladen, runterladen, weiß nicht was machen. Ich kann aber auch nur zurück. Und jetzt sehe ich, wir sind jetzt zu 6. Vorhin waren es 5 Repeater, jetzt sind wir 6, weil unsere auch drin ist. Jeder, der die Taste drückt und auf einen der Eingaben dieser Repeater reinsendet, der wird von allen gehört, die einen der 6 Repeater empfangen können. Ganz kurz, so funktioniert WireX sehr offen, sehr einfach. Ich habe nichts programmieren müssen, ihr habt es gesehen. Das hat er alles on-air runtergeholt. On-air, nicht online. Das Gerät arbeitet on-air. Und die Repeater, die sind vernetzt über Internet, könnte man natürlich auch über Hamnet machen, dann wäre man komplett unabhängig. Theoretisch. Gut, jetzt das war die X-Taste. Gehe ich hier zurück nochmal. Wir sehen die ganze, die Funktionen. Das ist hier auch die wichtigsten Funktionen, sind in der Funktionsübersicht. Kleines Detail, das Gerät hat jetzt auch eine Rekordfunktion. Das heißt, ich kann meine QSOs aufzeichnen, kann ganz hilfreich sein auf dem Gipfel, wenn es wirklich regnet oder schneit und stürmt und ich möchte meine SOTA-Aktivierung im Kasten kriegen, dann mache ich hier Rekord und zeichne auf, so lang, bis ich das wieder stoppe hier. Es wird ein WAV-File generiert auf der Micro-SD-Karte, die hier drin steckt. Und das WAV-File, das kann ich dann ganz einfach auf dem PC wiedergeben. Ich kann es auch hier wiedergeben im Gerät, aber auf dem PC und könnte dann nachträglich das Log noch schreiben, weil das File wird mit Zeit und Datum, das ist der Name des Files und dann kann ich daraus ableiten, wann haben die QSOs stattgefunden. Das ist neu gegenüber dem FT2, das gab es da noch nicht. Ansonsten kann ich hier wirklich mit Back und Forward, kann ich hier durch die verschiedenen Menüpunkte oder Oberflächen durchscrollen. Ich gehe nicht auf die einzelnen ein, das könnt ihr euch bei uns sehr, sehr gern anschauen. Auf eines gehe ich noch ein, das A-Dual, das ist genial. Haben wir also ein Radiogerät auch mit dabei. Das Radiogerät wird gemutet, sobald ein Amateurfunksignal ankommt. Das noch so nebenbei, also das Gerät kann Radio hören, es kann QRV sein auf einer Amateurfunkfrequenz und es kann gleichzeitig APRS. Es kann 3 Sachen gleichzeitig tun. Wirklich sehr, sehr komfortabel. Schalten wir wieder aus hier. Und dann haben wir hier noch, wenn ich lang Display drücke, habe ich die Setup-Oberfläche, wo ich mir alles einstellen kann. Ich kann mir übrigens unter anderem auch neu... Option. Und ihr seht hier eine interessante Option, und das ist Bluetooth. Und das ist absolut genial, weil es gibt jetzt hier auch neues Bluetooth-Headset von Jesu. Ich bin jetzt nicht der Träger hier von solchen Dingen im Ohr. Ich bin nicht das Zielpublikum von dem Ding hier, aber viele von euch vielleicht. Ist sehr, sehr günstig zu haben, findet ihr auch auf unserer Seite. Wird geladen mit einem normalen Handylader hier. Ich habe hier einen Multifunktions-Button, nennen sie das, MFB. Ich kann verschiedene Dinge damit machen. Ich kann pairen, das heißt, ich kann sie verbinden, hier die 2 Geräte. Oder ich kann auch... hier die PTT drücken, kann ich auch. Ich kann aber auch in Vox arbeiten, ist sehr und funktioniert gut. Ich zeige es euch nachher kurz. Nicht damit, weil
Ich kann das auch connecten mit vielen integrierten Bluetooth-Systemen in Fahrzeugen, in Autos drin. Wir haben es ausprobiert. Der Audi, unser S-Line Audi, der ist leider schon 12, 13 Jahre alt. Da ist es nicht mehr kompatibel mit dem Audi Soundsystem. Aber wir haben im Geschäftswagen, in unserem Firmenbus, da haben wir ein Pure-Radio drin. Ein DAB-FM Pure-Autoradio mit Bluetooth. Und damit lässt es sich connecten und es funktioniert ausgezeichnet. Ihr lasst das Gerät einfach liegen. Ihr braucht euch nicht zu kümmern während der Fahrt. Ihr könnt einfach sprechen, funktioniert mit Vox. Wir zeigen es euch nachher noch kurz. Also das gibt es jetzt auch hier. Das ist jetzt das Bluetooth, wo so viele drauf gewartet haben. Ja, das ist an sich so das Wichtigste, was ich euch jetzt mal hier dazu sagen kann. Noch kurze Randbemerkung, das AVRS, ich finde es persönlich sehr, sehr, sehr viel besser als im FT2, weil wir sind jetzt hier im Scheck drin und das Ding hat AVRS, hat GPS-Empfang. Das funktioniert wirklich, der sendet hier drin. Wir werden sehen, wie sich das äußert dann während der Fahrt. Da macht hier das FT2 nicht einen sehr guten APRS-Job, hingegen im Portable-Betrieb schon. Wir werden sehen, ob es das hier besser macht, auch im Mobilbetrieb. Die ganzen Möglichkeiten von Smart Beaconing und solche Dinge, die sind natürlich auch hier verfügbar drin. Das funktioniert alles. Jetzt frage ich rasch hier, ob jemand QRV ist, damit wir euch vielleicht noch kurz die Qualität zeigen können hier. Ich wechsle ganz kurz hier auf Schweizerdeutsch, sonst befürchte ich, bekomme ich hier keine Antwort. Also, der Chabonin November Bravo Golf, Hotel Bravo November Bravo Golf mit einem kurzen Test mit dem neuen FT3D von Jesu. Ist da jemand QRV, wo mir schnell kann sagen, ob das funktioniert. Das habe ich im November Bravo Golf mit dem neuen FT3D von Jesu mit dem ersten Test. QRZ. So, werden wir mal sehen, ob da jemand auf dem Tunerraum hier QRV ist. Das scheint nicht der Fall zu sein. Schade. Dann gehen wir rasch auf den Swiss Connect. Gehen wir rasch auf den Swiss Connect. Ihr seht, ich gebe hier nur ein Swiss. Swiss Connect, Enter. Dann sagt er mir, da gibt es einen Swiss Connect und den wähle ich an. Super, wirklich, sehr einfach zu bedienen, sehr gute Qualität, connected. Jetzt versuchen wir hier dasselbe nochmal. Das habe ich im November Bravo Golf mit einem kurzen Test, ist da etwa QRV. Das ist der erste Test mit dem FT3D von Jesu und ich würde schnell gehen. Kleinen Test machen. Das habe ich im November Bravo Golf. QRZ. So, mal sehen, ob hier jemand zurückkommt. Normalerweise ist da jemand, QRV ist natürlich morgens um kurz nach 9:30. Und ich gehe mal davon aus, da sind viele bei den in der Znüni-Pause, sagt man. So. Ja, das ist doch super. Habe ich nicht November Charlie Mobil. Das habe ich im November Bravo Golf. So. Schönen guten Morgen. Vorname René, QTH ist ein Grindel im wunderschönen Solothurner Schwarzbubenland. Und ich wollte schnell einen kurzen Test machen, weil wir machen gerade noch ein kleines Video, dass man zeigen kann, wie gut das neue FT3D auch dort tönen hier audiomäßig. Mikrofon noch einmal zu dir. Habe ich einen ENC Mobil? Das habe ich im November Bravo Golf. So, jetzt könnt ihr euch das mal anhören hier, wie das klingt. Wenn er noch mal zurückkommt. Ja. Okay, alles klar, Rolf, super, habe ich einen ENC Mobil, habe ich einen NBG zurück. Vielen Dank, Rolf, also du hast auch gut in der Wiedergabe, ganz ausgezeichnet. Es ist ein glattes Gerät, ich bin gestern angekommen, die Gerät, und jetzt bin ich am ersten Test und würde mich aber jetzt schon wieder zurückziehen, weil wir machen gerade ein kurzes YouTube,
wenn du es mal anschauen drauf auf YouTube, einfach nach November Bravo Golf suchen. Und dann hörst du dann reden. Okay, Rolf, ich bin schon wieder im Hintergrund. 73, gute Fahrt, herzlichen Dank. Habe ich in ENC Mobil, habe ich in November Bravo Golf. Dann wieder gehört, hey, merci vielmals, das nächste Mal ein bisschen länger, Rolf. Merci vielmals fürs Zurückkommen. Ciao. So. Also, jetzt tut er sich noch verabschieden, so denke ich doch. Und dann... Ja, aber ich habe es geklappt. Fein. Ich bin noch unterwegs mit meiner ersten 100 Di. Und bin auch recht zufrieden damit. Gut, gut. Wenn ich sage, wir sind einen schönen Tag, schönes Wochenende. Und dann bin ich da wieder. Ciao, René, merci. Super, Rolf, tipptopp, FTM 100 Tonnen natürlich hervorragend, absolut kein Problem. Herzlichen Dank, gute Fahrt, schönen Tag. Ciao, Rolf, merci, ciao. So, also, ihr habt es gehört, das Gerät klingt auch gut, das hat jetzt Audio-Power, klingt wirklich besser als das FT2. Sehr, sehr, also alles angenehm, wirklich gelungene Maschine, sage ich jetzt mal. Es maschinelt dich, würde das Fraueli sagen. In Walliser Deutsch ist wirklich ganz geniale Sache. Jetzt schauen wir uns noch kurz zusammen an, wie das klingt über Bluetooth. Wir sehen uns in unserem Firmenwagen. So Leute, jetzt sind wir zurück. Also zurück, jetzt sind wir im Auto. Ah, jetzt muss ich natürlich wechseln auf Hochdeutsch wieder. Jetzt sind wir im Auto angekommen, in unserem Firmenbus VW T5. Und wir haben hier ein Bluetooth-taugliches Autoradio von Pure. Das ist eigentlich egal, was ich euch zeigen möchte, wie wir das verbinden hier. Wir haben hier, ich komme etwas näher jetzt, wir haben hier mit lange Display drücken, haben wir vorhin schon gesehen, haben wir hier die Option. Ich versuche mal, ich hoffe, man sieht das. Ja, jetzt muss ich selber schauen, dass ich sehe. Dann haben wir hier Bluetooth. Schalten wir hier mal ein. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob das funktioniert. Connecte. Mal sehen, ob er das connecten kann. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Jetzt ist schon connected. Jetzt ist es connected, jetzt seht ihr das. Und jetzt müssen wir einen zweiten, er sagt mir hier, das ist der Pure Highway. Wenn ihr ein Fahrzeug habt mit einem integrierten System, dann heißt das vielleicht dann Mercedes oder es heißt vielleicht BMW oder es heißt Audi oder Porsche oder Tesla vielleicht auch. Ja, ist ja egal. Jedenfalls funktioniert das so. Was müssen wir auch noch machen? Ich lege nachher das Gerät hier hin. Ich lege es weg, wenn ich kommuniziere. Und dann muss ich natürlich die PTT eigentlich betätigen können. Ich habe jetzt kein Kabel rausgeführt für die PTT. Und ein Autoradio hat natürlich keinen PTT-Knopf. Deshalb schalten wir hier noch zusätzlich ein. Muss ich jetzt noch rasch schauen, wo... Oh, das möchten wir gar nicht hier mit dem Traffic, egal. Jetzt haben wir hier noch RXTX. Ich gehe nochmal zurück, ich gehe hier ins Setup und drücke oben RXTX. Ich hoffe, man kann das sehen. Wenn ich das drücke hier, dann habe ich hier Audio. Dann drücke ich das auch und dann habe ich hier Vox. Der zweite von unten ist Vox, so. Wähle ich an und dann mache ich hier Vox auf High, weil ich bin relativ weit vom Mikrofon weg. Das heißt, ich brauche einen höheren Pegel. So, und jetzt haben wir das schon mal gemacht hier. Und jetzt machen wir das auch so. Jetzt senden wir ja. Und jetzt, ich lege das mal hier weg, beziehungsweise jetzt sende ich. Jetzt sende ich schon, das seht ihr an der roten Lampe hier. Und wenn ich dann nicht mehr spreche, dann geht die rote Lampe weg. Dann könnt ihr schauen, dass das Vox funktioniert. Ich spreche jetzt mal nicht. So, und jetzt spreche ich wieder und da ist sie wieder. Ihr seht, das funktioniert. Und jetzt rufen wir mal die Karin und dann könnt ihr mal hören, wie die Karin hier klingt aus dem Lautsprecher raus. Wollen wir mal schauen hier. So, ich rufe mal. Haben in Foxtrot Zulu Charlie. Haben in FCC, haben in Fox Zulu Charlie. Ihr seht, ich drücke nichts. Haben in Fox Zulu Charlie. Das haben in November Bravo Golf mit Test.
Also, ihr seht, das funktioniert grundsätzlich einwandfrei. Die Karin darf etwas lauter sprechen noch, die ist sehr leise moduliert. Also, wir versuchen es nochmal. Habe 9 Fox Zulu Charlie, habe 9 November Bravo Golf. Habe 9 NBG Mobil, jetzt habe 9 Foxtrot Zulu Charlie. Ja, das ist doch jetzt super gesehen. Also ich habe gesehen, das funktioniert super hier mit der Kommunikation. Jetzt sind auch die Autotüren noch offen hier. Das heißt, der Sound ist nicht so laut, wie er normalerweise ist. Aber ihr seht, das funktioniert. Ich brauche nichts. Also ich kann's hier, ich leg's auch noch mal weg und jetzt probieren wir es noch mal. Jetzt spreche ich frei. Jetzt gibt die Karin, die gibt mir noch mal Antwort. Die antwortet mir noch mal hier auf 2 Meter. Jetzt habe ich's gerade weggelegt. Frau Oehlich, kannst du noch mal kommen? Jetzt machen wir da auch noch zu. So, habe ich einen Fox Zulu Charlie, das habe ich einen November Bravo Golf. Jawohl, jetzt hat der Fox gerade schnell angesprochen. Jetzt kannst du noch einmal schnell kommen, bitte. Also, ihr habt gesehen, das funktioniert ohne Probleme hier, wirklich auch während der Fahrt. Und die Rückkopplung vom eigentlichen Signal, die ist ja wirklich riesig. Und ihr seht, wenn ich spreche, dann sendet das Gerät. Also alles einwandfrei, saubere, coole Sache, jetzt auch mit dem Bluetooth. Für viele von euch sicher eine super Lösung hier auch. Um mit wenig Aufwand mobil QRV zu sein, gibt übrigens auch die Fensterklemmantenne. Ganz einfache Sache, ins Fenster reinklemmen, Fenster hochkurbeln und dann hier anschrauben und fertig. Dann seid ihr QRV mit Bluetooth völlig handfrei, völlig Polizei- und Verkehrsregelkonform. So, das soll es gewesen sein vom neuen FT3D von Jaesu. Hier von uns habe 9 November Bravo Golf, der René und die habe 9 Fox Zulu Charlie, die Karin, die habt ihr gehört vorhin. Und ihr findet alle Informationen auf unserer Homepage www.lutz-electronics.ch. Das Gerät ist bald wieder verfügbar. Einfach bei uns anfragen und möglichst bald reservieren, weil die Nachfrage ist riesig nach dem Teil. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und vielleicht schon bald bei uns im Laden oder dann auf einer QRG. Vielen Dank. Tschüss.